mit 10.000 Eiern mehr in der Tasche. So, 6 von 12, so schnell kann es gehen. Was, schon wirklich 6 Rennen von 12? Meine Güte, ich krieg das gar nicht so richtig mit beim Quatschen. Ah, jetzt macht er wieder den Feigling-Start, hä? Na, wartet. Pumpenangriff. Ah, hier kommen wieder die schlimmsten Zeiten in einem zum Vorschein. Ihr kennt diese Seite, einfach diese... Ich parke mal am Straßenrand, nur um dem Tremper zu fragen, wo er hin will, damit ich dann weiterfahren kann. Ohne ihn. Ja, so fies kann ich sein. Naja, kann ich nicht, ich habe ja kein Auto oder einen Führerschein. Ja, wieder eine Wahrheit über mich. Ich habe keinen Führerschein. Und ich komme damit zurecht. Für was gibt's denn sonst einen Bus? Busse sind toll. Findet ihr Busse auch toll? Wenn ja, schreibt es mir als Kommentar rein. Ah. Ja, Busse sind was Feines. Außer diese beschränkte Beinfreiheit. Also, das geht mir manchmal auf die Nerven. Das Problem dürfte wahrscheinlich jeder kennen, der über 1,80 ist. Bei mir ist das Problem, ich bin 2 Meter lang. Bei mir hängen die Kniescheiben da, wo bei anderen der Arsch anfängt. Toller Vergleich, ja? Nimm dein Knie aus meinem Arsch! Oh Gott, bin ich heute wieder lustig. Da werden auch wieder ein paar Leute nur mit dem Kopf schütteln und sich wundern, was erzählt der Typ da wieder für eine Scheiße? Naja, ich bin einer der Typen, der sich das fragt. Aber so muss das eben laufen. Sowas nennt sich Publikumsunterhaltung. Manche Leute machen das zum Beruf, die werden Comedians. Wobei, ich habe wirklich verdammt großen Respekt vor Comedians. Vor allem nur vor denen, die sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ja, und wieder was, wo ihr mir hier reinschreiben könnt in das Video. Wer ist euer Lieblingscomedian? Ich habe viele. Und alle sind sie gut. Und es würde viel zu lange dauern, sie alle aufzuzählen. Aber ein paar könnte ich ja mal nennen. Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Bernhard Hoeger. Ja? Bernhard Hoeger finde ich verdammt gut. Vor allem ein sehr gebildeter Mensch. Sehr intellektuell, also ja. Ich habe ihn schon bei ein paar Diskussionssendungen gesehen und würde es eigentlich nicht glauben, dass er normalerweise den blöde Kasper gibt. Also Respekt. Der Mann hat was in der Birne. Kann man nicht sagen. So. Ach, ich liebe diese kleine Abkürzung. Auch wenn es da vorne dann wieder aussieht, als ob irgendwo eine Waschmaschine an Kalkonversagen verrückt wäre. Überall diese diversen Pfützen. Ja, man kann es nicht zuordnen. Entsorgt hier irgendwo Kalkon seine Testmaschinen. Man weiß es nicht. Das Meer sieht mir auch ein bisschen zu blau aus. Wahrscheinlich alles mit Persil gewaschen. So. Immer durch. Immer mit der Stoßstange 2 Meter nach vorne. Wenn's an Ecken tut, sind wir durch. Gleich haben wir es geschafft. Jawohl. Ich hätte mir immer wirklich den Spaß gemacht und ein Anfängerauto, den Käferverschnitt, bis zum Äußersten aufgerüstet und bin bis zum Ende durchgefahren. Also für Leichtbeseitete ist das wirklich nichts. Vor allem wenn man es auf Hard spielt. Das ist aber auch schon wirklich ewig her und ich war damals noch 10-mal bekloppter als heute. Naja gut, heute geben sich Beklopptheit und Senilität die Klinge in die Hand. Senilität, erfinde ich gerade wieder Mutter oder nennt man das wirklich so? Ach egal, ich habe es erfunden. Bleibt so. Ja. Ha. Los weg hier. Nein, Schleudertrauma. Den hat's auch zerrissen. Da.
Ach, da lag gerade ein Medipack. Ich liebe diese Momente, wenn ein Medipack kommt. Man kann ihn so schön hinterher winken. Ah, sogar Geld aufgesammelt. War alles geplant. Alles voll Taktik. Haha, komm schon. Haha, schön. Medipack und gleich daneben eine Mine. Hat man dann die große Wahl. Entweder freilos oder du kommst aus dem Gefängnis frei. Ergibt irgendwie keinen Sinn, dass ich aber gerade rede. Wie komme ich jetzt auf Monopoly? Da sieht man mal wieder, was für Gedanken man kommt, wenn man hier gerade die Strecke am Rocken ist. So, letztes Level. Also eigentlich ist der Kettenantrieb hier ziemlich gut, aber an ein paar Ecken hier bleibt man immer kleben. Besonders in der Eiswelt, dem Finale, in einem Modus, den ich mich nicht gerade erinnern kann, hat man ohne Luftkissenfahrzeug eigentlich relativ null Chance, weil das ist nur noch Schlitterpartie pur. Und los geht's. Ihr könnt davonfahren. Ach du liebe Zeit, jetzt habe ich erst einen Bonus kassiert. Das ist ja ein Witz. So. Schon bin ich wieder Erster. Mensch, bin ich gut. Naja gut, ich sollte das Ding vielleicht doch mal auf hart spielen. Alleine nur wegen meiner großen Fresse. Andererseits. Nee, Unfug. Also wie gesagt, jetzt gucken wir einfach mal, ob wir danach weiterkommen oder ob ich dann wirklich erst den Hard-Modus einschalten muss und dann wieder bis hierher rocken muss, damit wir die fehlenden Planeten bekommen. Aber das ist eine andere Story. Das ist dann eine langwierige Offscreen-Geschichte. Die soll man jetzt mal gar nicht lang stören. Ich finde die Sätze hier eigentlich verdammt gut gemacht, vor allem die Hintergründe. Schaut euch mal an, also da steht irgendwo ein Raketenauto rum, ein anderer hat seine 2 Meter große Satellitenantenne für den Todeslaser ausgepackt, der im Orbit herumtümpelt. Also sehr liebevoll gemacht für die damalige Zeit. Ja. Ich muss es mal wieder spannend machen, was zur Hölle treibe ich denn hier gerade? Gott im Himmel! Also nein. Das geht jetzt auch nicht an. Ist mir das jetzt schon so öde hier vorne, dass ich extra noch Scheiße bauen muss? Sieht fast so aus. Naja, einmal zweiter Platz können wir verkraften. Wobei, ja doch. Geld haben wir trotzdem kassiert. Ja, jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Bin ich gerade ins Mikro angeeckt. Hoffentlich habt ihr es gerade nicht zu laut gehört. Vielleicht sollte ich auf Cappuccino umsteigen. Das sind kleinere Tassen. Ach nee, Espresso war's. Jetzt vergesse ich schon, was ich am liebsten saufe. 3800 schon? Okay. Ach, dann konnte es ja lade sein, was wir am Platz hier machen. Aber man macht hier richtig viel Kohle, man sieht's. Jetzt habe ich gerade ein kleines Bäuerchen gemacht. Und zwar so, dass man es nicht hören kann, oder kaum. Okay, der war hörbar. So komme ich aber nicht auf die gute Benimmschule. Werde ich keine gute Karotte. Ein paar Stachelbeeren verteilen. Ja, die Dinger haben mich früher immer gern Stachelbeerbombe genannt. Einfach weil es passt. Warum feuere ich jetzt eigentlich eine Rakete ab? Einfach weil es passt. Ja. Ja, ich würde mal ganz gerne noch mal gucken, was auf der Werbereklame-Tafel stand. Aber da müsste ich anhalten.
Schade. Das ist es mir dann auch nicht wert. Lieber weiter Kohle scheffeln. So. Also ich meine, das Auto könnte hier eigentlich auch als Bettmobil durchgehen, wenn diese Käseglocke da vorne nicht so wäre. Also das macht die ganze Optik ein bisschen kaputt. Ja. Kann man sich drüber streiten. Ich finde es nicht so gelungen mit der Käseglocke, aber der Rest von dem Auto 1A. Vor allem die Rückseite, das sieht so richtig nach Formel 1 Turbo aus. Wenn da 50 Auspuffe dranhängen würden an Michael Schumachers Karre, ja. Yes, ist gut. 42.000, wenn ich die alle mitnehmen könnte für das nächste Rennen, wäre ich happy. Aber leider sind wir nicht so fair in dem Spiel. Also, weiter geht's. Eieieiei. Heilige Massenkarambolage. So. Oh, ja, knuff mich weg. Kaum wissen sie, dass ich schon vorgesorgt habe, werden sie wieder aggressiv. Die wollen auch was vom Kuchen abhaben. So, Minen legen hier, hä? Da ist mein Geld. Armor? Hä? Nein, mal nicht so Armor. Ich bin da auf dem Geld gelandet. Ach, das Spiel ist unfair. Die bescheißen. Seht ihr, genau deswegen mache ich sowas öfters. Einfach, weil es Fun macht und auch ab und zu mal trifft. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie viel Kohle man kriegt. Ich glaube 500 pro Kill. Das läppert sich auch zusammen, wenn man so 2-3 mal einen Platt macht. So, Yes, ist gut. Na, soll mir recht sein. Ich habe hier ausgesorgt, ich komme eh weiter. Gönnt ich denen mal den kleinen Vorsprung. Ah, ich habe das Auto gefunden. Ach, ey, immer dieses Respawn direkt vom Hügel. So. Ja, da gewinnt mal ein anderer. Finde ich eigentlich auch mal okay. Sonst wird's ja langweilig und dann kommen die Gerüchte auf, der cheatet. Ja, ja, diese bösen Rennspiele-Cheater. Wir haben's ja alle nötig.